zurück in die Region. Die Schwarzenburg geht eine Ära zu Ende. Nach 33 Jahren fahren heute zum letzten Mal Züge von der Modelleisenbahn auf der Terrasse der Bernaville-Stiftung. In dieser Anlage steckt viel Herzblut und auch für die Heimbewohner war es diese Attraktion. Die Passagiere warten schon auf den letzten Zug im Bahnhof Bernaville. Hunderte von Stunden haben die Mitglieder vom Verein Dampflok 51 jeden Frühling und Sommer in Betrieb und Unterhalt vor Anlage gesteckt. Und jetzt soll plötzlich fertig sein. Auf der einen Seite ist man sicher traurig. Der andere Weg, wo wir, ich habe mit der Gesamtsanierung richtig angefangen hier. Und wenn ich denke, dass das auch schon 15 Jahre her ist, so in 15 Jahren ändern sich auch die Interessen ein bisschen. Man setzt Prioritäten im Leben anders setzen. Zwischen 1984 und 1989 ist die erste Anlage hier auf der Terrasse der Bernaville-Stiftung gebaut worden. Jetzt hat sie das Ende der Lebensdauer erreicht. Weil die Stiftung für betreutes Wohnen und Arbeiten plant, die Terrasse im Rahmen der Gesamtsanierung zu überbauen, kommt diese Bahn ganz weg. Diese Bahn gehört zu Bernaville. Wir haben Leute, die hierher kamen, Bewohner, die gesagt haben, hier ist eine Eisenbahn, hier wollte ich arbeiten. Und das sieht eigentlich schon aus. Es ist ein gutes Bindeglied zwischen der Öffentlichkeit und Bernaville, wo einfach die Leute einladen können und etwas Attraktives anbieten können. Auch die Heimbewohner dauern, dass die Bahn weggeht. Teil sind sogar im Verein aktiv dabei. Ich bin hierher gekommen. Dann war es ein Betreuungstag und man hat eine Kette von hier. Dann habe ich die Kette an Mutter gegeben, sie hat es ausgefüllt und schon bin ich nicht mitgereiht worden. Es ist schon ein bisschen traurig, dass es hier noch mehr Eisenbahn gibt. Und ja, für meine Kollegen ist es auch sehr traurig, weil ja, mein Kollege, der da ist, im Feld so, dass es noch mehr ist und so. Die privaten Teile nehmen die Vereinsmitglieder zu sich und der Rest wird verkauft. Aber erst nach der letzten Fahrt von Eisenbahn Bernaville, heute Punkt 4 am Nachmittag.